Halli, Hallöchen zusammen. Ich bin House of Cards. Das ist eine Spende von Realistic Yu-Gi-Oh! Und die wird jetzt filetiert. Ja, da wären wir mal wieder zu einem neuen Mega-Opening, das gespendet worden ist. Mal wieder vom lieben Realistic Yu-Gi-Oh! Den haben wir auch schon öfter hier gehabt. Der sammelt immer den ganzen Kram, den er nicht braucht, zusammen und schickt mir den dann irgendwann als Paket. Ich habe mich jetzt im Übrigen dazu entschlossen, zwei Playlists draus zu machen. Das heißt, es gibt jetzt zwei unterschiedliche Mega-Opening-Formate. Es gibt einmal die, wo ich gekauft habe, und es gibt einmal die, wo ich gespendet bekommen habe. Also ihr findet das Video jetzt auch unter der normalen Playlist. Ich muss mir erst ein neues Thumbnail machen lassen und dann wird das outgesourced sozusagen. Gut. Den Link zu Realistic Yu-Gi-Oh! Findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Sagenhafter Typ, netter Typ, sympathisch, macht gute Videos, und das sage ich jetzt nicht mal immer, das sendet, ich habe ihn auch selbst abonniert. Ich finde das so, und er hat viel zu wenig Abonnenten. Schaut einfach mal vorbei. Gut, jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Durch die Comments werden wir natürlich durchskippen, ist ja klar. Da brauchen wir uns nicht übermäßig lange aufhalten. Jetzt haben wir hier... Wie mache ich das jetzt am intelligentesten? Richtig, ich schmeiß die Karten einfach hier neben mich auf mein Bett. Ja, ich sitze gerade auf dem Bett. So nehme ich häufig auf, wenn ich größere Sachen habe. Und ich würde sagen, wir gehen mal durch die Comments. Es dürften alles neuere Sachen sein. Da müssen wir, glaube ich, nicht allzu viel erwähnen. Ich gehe das einfach mal hier durch, wenn ich irgendwas Erwähnenswertes finde. Dann, sage ich was dazu. Den finde ich richtig nice. Ja. Gut. Also das hat schon gesagt, das sind sehr, sehr viele Commons. Es werden auch interessante Commons und Rares noch dabei sein aus diesem Legendary Duelist Sisters of the Rose. Oh, wir haben hier Super Rares. Genau, aus Sisters of the Rose. Die will ich mir dann doch etwas genauer noch anschauen. Also ich muss sagen, hier aus Flames of Destruction zum Beispiel, richtig geil. Also das sind so Comments, die gefallen mir sehr gut. Konami wird hier immer besser. Das war, glaube ich, sogar ein Shortprint, stürmisches Hengstpferd oder wie? Nee. Was? Häschenpferd? Ach, hey. Hengstpferd, ja. Mann, Julian. Naja, machen wir einfach weiter. Genau, dann haben wir wieder den Nordisch Support. Oh, genau, Großsalamander. Salamangrate fürs Thema, ne? Ich weiß nicht, irgendwie finde ich die Weltkelch Vanillas hätte man ein bisschen epischer gestalten können. Ja, die finde ich ein bisschen, ich sag mal, auf eine Art und Weise designt, die halt einfach, ja, die hat einfach so ein bisschen Coolness-Faktor. Und ich glaube, wo war sie? Das hier war die teuerste Kamen, das Soul Fusion. Ich glaube, die ging 30 Cent oder so. Ja. Oh, ein paar Rares. Rares lege ich mir auch mal beiseite. Genau. Das ist jetzt halt alles so Bulk, wo ich halt noch gucke, wie ich den verwerte. Ein paar Sachen werden wohl in meine Privatsammlung kommen. Ein paar Sachen wird wohl, weiß nicht. Weil verkaufen kann man die auch nicht. Zum einen kauft sowas eigentlich kaum jemand an. Ja, vor allen Dingen moderne Commons. Zum anderen wird sich das auch gar nicht lohnen, ja. Da müsste ich erst wieder Ewigkeiten ansammeln und da behalte ich sie lieber. Da lagere ich sie zwischen. Irgendwann für irgendwelche Projekte oder so kann man die immer mal brauchen. Oder wenn ich dann mal meinen Kartenverleih aufmache. Ja, da war mal was in Planung. Ist schon ewig her, Leute. Ist auch mittlerweile gar nicht mehr auf der Agenda. Ne? Also braucht man eigentlich nicht groß kommentieren, aber es war halt mal angefragt. Ja, Julian, wenn du so viele Karten hast, könntest du doch einen Kartenverleih machen. Aber ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass man da abgezogen wird, ja, die ist sowas von hoch. Und dass du da die Karten nicht mehr wiederkriegst, dem könnte man eigentlich nur so vorbeugen, dass man als quasi Leihgebühr oder als Kaution, wenn man so möchte, einen so hohen Betrag nimmt, ungefähr 4-5 Mal so hoch ist,
wie das, was man eigentlich bezahlt, wenn man sie kaufen müsste. Und den kriegt man dann halt wieder raus, wenn man die Karte wieder zurückgesendet hat. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel unbedingt ein DDS Blue Eyes will, dann müsste er dafür 5.000 Euro blättern, um sich den auszuleihen. Und kriegt dann ungefähr, keine Ahnung, 4.950 zurück davon. Keine Ahnung, irgendwie so. Und das Geld hat ja auch niemand, ne? Oder nur relativ wenige. Das wäre halt, ja, so nicht das Beste, sage ich mal. Ja, das ist auch ein Shortprint gewesen, sehr schöner übrigens. Warum der in der Nase bohrt, weiß ich allerdings nicht. Ja, wie gesagt, ich will mir jetzt halt zuerst die Comments durchgucken. Ne? Es tut mir leid für die, die sowas überhaupt nicht interessiert. Ihr könnt nebenbei was anderes machen. Keine Ahnung, zocken. Whatever. Ich finde übrigens diese Mantra-Wichtel-Dinger, die finde ich auch richtig cool. Da freue ich mich auch schon auf den neuen Support, der jetzt dann in Dark Neostorm kommt. Ja, da freue ich mich wie ein Schneekönig drauf. Ich kriege auch schon die ersten OCG-Karten bald aus dem Set. Da bin ich ja immer recht früh dran. Ja, immer die erste Anlaufstelle sozusagen. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Was drin ist, weiß ich ja schon etwa. Das finde ich auch eine übel coole Karte. Weiß ich in etwa. Habe ich ja alles schon gesehen, das Opening. Die Amis, die bestellen sich das ja auch immer. Oder bei denen kommt das vielleicht sogar raus, das weiß ich gar nicht. Da bin ich überfragt. Sehr überfragt sogar. So, ja. Das ist übrigens auch Dunkler Engel. Das ist so eine Karte, die ist eigentlich so aufgemacht wie, Trickstar, ne? Weiß aber nicht, hat nicht direkt was damit zu tun, glaube ich, ne? Aber trotzdem, ich finde sie cool. Raketendrachen ohne Ende. Crawler. Das sind schon alles ältere moderne Sets, also die älteren von den modernen sozusagen. Und ja, jetzt schauen wir doch mal zwischen rein, was wir hier haben. Was das hier zum Beispiel ist. Da ist ein Gummi drum. Gummi. Wir haben hier offensichtlich Promopacks. Geil. Vor allen Dingen das finde ich cool, weil die in Super Rare, die brauche ich schon noch. Schauen wir mal, was wir hier haben. Natürlich, ja, da bleibt nichts OVP, das gibt's bei mir nicht. Oh ja, Aussperrwache und geflügelter Drache des Rahmenkugelmodus. Das war wohl die beliebteste und die wird auch direkt später dann. Dann Sternstaubchronik Funkendrache und Rüstung des Parallelports. Ist auch eine schöne Karte, muss man schon sagen. Dann, oh ja, der war glaube ich aus dem Originalset, weiß gerade gar nicht woher und warum überhaupt. Das ist Award Moling Glacia, der Elementarherrscher. Ich glaube, die war ein bisschen was wert früher. Und Erinnerung des Weltvermächtnisses in Super Rare. Und weiter geht's mit dem Grand Soil Elementarherrscher und Universaladapter. Auch cool. Grand Soul, der war glaube ich ein Secret Rare ursprünglich. Genau. Ich habe schon was gesehen, was mich sehr gefreut hat. Wir haben jetzt einmal aus dem, ich glaube, Volume Pack 1 Reprint. Das sieht man daran, dass zwar keine Set-Angabe da ist, alles auf alt gemacht ist. Sogar die Kartenqualität ist auf alt gemacht. Aber hier haben wir das Auge von Anubis, also die holographischen Dings. Genau, dann haben wir jetzt aus LVP2, das müsste Link Reigns Pack irgendwas sein. Und das habe ich schon gesehen, richtig geil. Richtig geil, Leute. Das freut mich, ey. Da bin ich für zu haben. Aus dem Pack, mein OCG-Händler Yannick holt mir selber noch ein Link Reigns Pack. Er macht jetzt selber eins auf, davon kriege ich auch noch die Karten. Und jetzt habe ich hier auch noch was richtig geil. Ich habe leider keine Ahnung, wie sie heißt, aber sie sieht halt einfach hammermäßig aus, Leute. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Die Karte ist geil, oder? Alter, ist die schön. Mann, ich würde es am liebsten wieder verharren, aber das würde mir zu lange brauchen. Das sieht aus wie ein Dracheneinheit-Support. Die ist bei uns auch rausgekommen. In Ultra Rare, glaube ich. Was war das? War das eine nordische? Bin mir gerade nicht sicher, aber richtig geil. Die freut mich. Dann, Vampir-Sachen. Richtig cool. Und Bravo Kämpfer Felsöldner. Oh, die kann ich sogar sehr gut gebrauchen. Also wir haben hier wieder ein paar Ding-Holos, ein paar Deutsche, genau, törichtes Begräbnis, auch richtig cool. Horn des Phantomengehörs, da gab es sogar mal ein Astral-Pack-Print von, glaube ich. Nummer 36, Dododo Draw. Ah, das ist das ganze World Superstar-Zeug, wo er gezogen hat. Da hat er ein Display aufgemacht, das könnt ihr mir jetzt auch anschauen. Nummer F0, Utopic Future, war eine Karte, die ging sogar mal richtig was.
Und ist eine meiner Lieblings-Utopik-Karten. Die finde ich halt richtig geil, auch mit dem Prismatic Secret. Die ist mega nice, die freut mich. Die freut mich richtig hart. Genau, das ist jetzt aus Hagorzak, Savage Strike, genau. Haben wir auch schon. Da habe ich schon ein paar Comments bekommen. Ich hatte nämlich letztens eine Sendung vom Yannick, da ist mir dann die Datei flöten gegangen. Deswegen gab es da kein Video. Das hat mich richtig angekotzt, muss ich wirklich sagen. Aber richtig cool. Ja, genau. Richtig nice. Dann geht es natürlich hier auch weiter. Das ist jetzt eine Rare aus dem Set. Das ist diese Karte, die mich so an diesen Shiranui-Spektralschwert erinnert, ne? Schon krass. Da sind jetzt natürlich auch einige Comments und Rares dabei. Richtig nice. Also die Rares lege ich mir natürlich raus. Was mache ich denn da? So, auch die ganzen Prankets hier. Das erinnert mich alles daran, dass ich gerade den Faden verloren habe und gar nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Deswegen überspringen wir das jetzt einfach. Das hier finde ich auch mega nice. Das Artwork. Ja, richtig geil. Das ist sogar eine richtige Karte. Die ist die Weiße Hai. Irgendwie so, glaube ich, ja. Oder Großer Hai. Das kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob das Monster ist, aber das ist richtig geil. Ja. Genau, der neue Elemental. Der zweitcoolste. Es gibt noch einen anderen. Den gibt es da auch in Ulti. Den habe ich auch schon ein paar Mal. Den finde ich auch mega nice. Genau, das könnte wieder so ein Psi-Omega-Hillenlord irgendwas sein. Genau. Das kommt also auch alles auf uns jetzt zu. Das ist eine schöne Trickstar. Fällt mir auch sehr gut. Das ist eine Fusionskarte, das sieht man jetzt schon. Genau, aber die hier, die gab es bei uns auch in Super Rare, glaube ich. Ich glaube, ich kann schön, dass ich die letzten beim Sortieren in Super Rare gesehen habe. Und aus LED3 die ultimative Kreatur der Zerstörung in Super Rare hinten dran noch. Richtig nice. Richtig schön. Legen wir die auch mal zur Seite. Und machen mal hier an der Seite weiter. Da ist übrigens der Gummi gerissen. Gut, dann haben wir hier ein paar Karten aus Soul Fusion. Ein paar Super Rares hier nochmal aus Circle Break. Die Aussperrwache. Genau, gehen wir mal durch. Elementalhalt Nebelnios, sehr schön. Der kam auch in einem dieser Booster aus dieser japanischen Box, Duelist-Box, die auch zu uns kommt vor. Und seht ihr was? Da ist nichts gebogen, Leute. Warum? Ganz einfach. Weil der werte Herr seine Karten noch richtig lagert. Und zwar auch mit der richtigen Temperatur. Ja, auch hier bei den ach so stark gebändeten Legendary Collection Kyber-Karten sieht man nichts. Ne? Richtig geil. Mausoleum des Weißen. Okay, das ist wohl eine der Karten, die ich am bisher wenigsten aus dem Set habe. Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Kartenvernichtungsvirus, das sind wieder alles Holos. Die legen wir uns jetzt wieder zur Seite. Genau, dann haben wir hier wieder so ein bisschen. Oh, auch cool. Silvanische Prinzessin in Kobold aus dem Megapack 18. Geisterfleisch. Geisterfleisch und dieser Truthahn, die finde ich richtig geil. Genauso wie Heckwurm und dann gab es noch zwei andere. Also Linkdrache natürlich. Linkdrache sage ich schon, den Firewall Dragon und noch eine. Genau. Hier ist noch ein paar Commons and Rares, finde ich auch richtig cool. Die erinnert so ein bisschen an 5Ds, so vom Feeling her, würde ich mal sagen. Angriffswiper, und hätte man den anders designt, hätte er bestimmt auch gut ausgesehen. Und ja, ihr merkt schon, das ist wieder ein Video, das wird ein bisschen länger dauern. Genau, wir haben jetzt die ein paar kubische. Ja, mit denen konnte ich mich mittlerweile auch so halb anfreunden. Palladium Orakel Mahat, auch richtig schön. Hidden Summoner Stuff. Ich erhoffe mir jetzt natürlich nicht, dass hier irgendwie eine der schönen Phoenix-Karten nicht unbedingt wild drin ist. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Aber die Streichbuben sind auch schon cool. Weil die sind ja momentan auch, glaube ich, gut spielbar. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier welche reinbekomme. Streichbuben Luftis, Flammis, Tropfis zweimal. Richtig geil. Ich finde, glaube ich, bloß noch die Steinis. Da gibt es ja auch jetzt in Japan diese Chips-Tüten, wo immer so eine Karte drin ist. Da gibt es ja diese Kartoffelchips und auch diese Streichbuben. Gibt es, glaube ich, auch welche. Die kann man in Kamen oder Millennium Rare rausziehen. Richtig, richtig schön. Ich finde, die Streichbuben gehen sogar relativ gut. Ne? So vom Design her. Das sind zwar nicht typisch Yu-Gi-Oh!, aber ich finde sie ganz cool mit diesem Comic-Look. Ja? Streichbuben, Wetterwäscher, Playset. Oh, Secret Rare, Alter. Secret. Streichbuben, Kikeriki-Krähen. Die Karte finden. Zweimal sogar. Die Karte finde ich schön. Ich muss sagen, die finde ich richtig schön. Die gefällt mir gut. Das könnte auch eine Thun-Karte sein, fast vom Design her. Streichbuben-Wauwau-Gebell. Auch sehr schön. Ein Playset. Streichbuben zu Hause.
Alter. Ich weiß nicht. Also das gefällt mir. Das ganze Thema gefällt mir irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das hat was. Die Qualität ist super. Und auch hier kaum gebannt, ne? Lager eure Karten einfach mal richtig, Leute. Streichbuben, Streiche. Streichbuben, Pandemonium. Ey, das ist alles sehr streichbubenlastig. Finde ich echt cool. Hier ist eigentlich fast jede... Oh, Mayakashi. Mayakashi. Was sind hier für Mayakashis drin? Ich liebe die Mayakashis. Das ist sogar noch der, den ich am wenigsten mag. Aber der gefällt mir auch. Also, klingt jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich. Also, er gefällt mir schon. Aber von den Mayakashis gefällt er mir wenigstens so. Oh, cool. Dann haben wir noch Safu, der fahrende Mayakashi. Sehr schön. Der knöcherne Mayakashi. Oh, geil. Leute, guckt euch das mal an. Tengu, der geflügelte Mayakashi. Ey, wie nice. Wie nice. Das sind halt wieder so richtig geile Karten. Ja, so wie Yu-Gi-Oh! Sein muss. So ein bisschen detaillierter gezeichnet. Okay, nicht ganz so einfach wie... Wow. Gasha Dokuro, der knöcherne Mayakashi. Der sieht natürlich böse aus, Leute. Der sieht richtig böse aus. Wie so ein Zombie-Samurai. Ja, ist es halt auch. Ne? Man sieht hier diese typischen Armpanzer. Ist ja geil, Leute. Ey, ohne Witz. Richtig nice. Mayakashi Metamorphose zweimal. Den hatten wir aus einem OP-Pack, glaube ich, in Super Rare das letzte Mal. Dann Shiranui Spektralschwert. Den muss ich mir auch noch rauslegen. Aber die brauche ich auch noch zum Zwischenlagern. Da habe ich schon was vorsortiert. Ultra-Polymerisation, das Playset. Desynchro. Genau. Dann hat der Donnerdrache hier nochmal ein Reprint gekriegt. Shiranui Seelenmeister. Shiranui Samurai. Tatsunoku. Refusion. Vorherbestimmtes Ritual. Ansturm der Feuerkönige. Ja, okay, haben die auch nochmal Support gekriegt. Und Kreis der. Aber das waren, glaube ich, die einzig beiden Karten in Hidden Summoners, die da drin waren für den Support. Blitzfusion. Was ist denn das? Fusionsrecyclinganlage. Die muss aber neu sein. Die kenne ich ja gar nicht. Mir vollkommen neu, das Ding. Genau. Gozen Match. Ja, klar. Recht spielstark sogar. Auch nice. Die dürften sogar ein bisschen was gehen. Ich schätze mal so 50 Cent, einen Euro bestimmt. Dann wollen wir uns hier mal weiter durchgraben. Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hier reingreifen soll, weil irgendwie ist alles auf der gleichen Ebene. Und das ist irgendwie ein bisschen suboptimal. Ja, genau so. So, dann blättern wir hier mal wieder ein bisschen durch. Finde ich auch cool, die Drachensoldaten fand ich schon immer sehr schön. Was hier rausgekommen sind, die sehen halt wieder so richtig oldschool-mäßig aus. Genau, dann Großsalamander Smaragdadler. Die Namen teilweise. Ja, die sind schon ganz besonders. Crusadia Stärke. Genau, ist auch eine sehr schöne Zauberkarte. Ja, jetzt lässt man im Nebenraum richtig pervers den Rollo runter, damit das auch ja stört. Haben wir hier wieder ein paar Rares. Genau. Mal hier hin. Ich weiß nicht. Rares collecte ich immer so ein bisschen, auch wenn ich mehr habe, als ich brauche, weil ich denke mir, vielleicht irgendwann sind die mal die ein oder andere, natürlich nicht alle, aber die ein oder andere vielleicht für einen Sammler interessant oder so. Ja, ich heb mir die dann schon ein paar Jährchen auf. Irgendwann will sich jemand mal das Set komplettieren oder so und dann kann ich aushelfen. Deswegen so neue Kamins und so. Ich horte sowieso zurzeit Kamins ohne Ende. Ja, ich könnte eigentlich schon wieder ewig viel verkaufen. Ich glaube, Kamins im Wert von 200 Euro kann ich schon wieder verkaufen. Aber, nee, mache ich nicht. Das ist einfach so besser. Oh, Destrudo. Die dürfte sogar ein bisschen was gehen. Destrudo war eine richtig gute Kamin. Die ist ja dann, eine richtig gute Rare. Die ist ja dann auch reprinted worden in... in irgendeinem Astral, nee, nicht Astralpack, im OP. Richtig schön. Hier dreimal. Richtig geil. Das Trudo. Den habe ich auch ein paar Mal gezogen. Aus dem Astralpack. War es das 7? Ich glaube das 7, weil ich habe mir doch 20 Stück geholt gehabt. Der bin natürlich nicht vor der Kamera aufgemacht. Damals gab es ja dieses Opening-Format noch nicht. Was heißt damals? Das war Weihnachten. Genau. Ja. Eine Menge schöne Karten. Finsterer Welt-Support aus Code of the Duelist. Ja, das war schon was. Mit Gruffa hinten dran. Ich fände mal ein alternatives Artwork von Gruffa schön. Ich weiß nicht, er gefällt mir zwar, aber irgendwie finde ich auch ein bisschen overdesigned halt.
Oder mal so ein paar Holo-Versionen von den Wendschrecken, die Commons oder Rares sind. Weil Wendschrecken finde ich halt einfach richtig geil, ja. Richtig, richtig geil. Also mit Wendschrecken, da kann man mich ganz schön ködern. Habchen Eleganz, warum ist die so kaputt? Aber trotzdem cool. Die 4, ah, da haben wir jetzt so ein paar Commons aus LED, genau. Hier ist auch nur ein paar Rares. Prächtiger Maschinenengel. Ja, aus dem Set muss ich mir auch noch einiges ranholen. Genau, die sind jetzt komplett entwertet worden. Alle in Kamen. Oh, der rote Rosendrache ist auch eine coole Karte. Gefällt mir. Ich finde zwar den Kopf, der sieht ein bisschen komisch aus. Au! Eine meiner Lieblingskarten aus dem Set ist zwar nur in Anführungszeichen Rare, aber das Design ist dann einfach sowas von sick. Ja. Auch diese Zauberkarte dazu, gefrorene Rose oder wie sie heißt. Sehr geil. Echt geil. Also. Puh. Dann Zwielicht Rosenritterin, die kennen wir auch schon, Blau Rosenrache. Reprints, Sargel Reprints. Genau, die neuen Lunalichtmonster, die finde ich sogar besser als die Originalen, ja. Egal um welches sich handelt, ja, egal ob es jetzt die ist oder die, ich finde die neuen Lunalichtmonster so ziemlich alle besser. Als zum Beispiel diese hier, blaue Katze, ist ja ein Reprint. Nicht, dass ich es jetzt übermäßig scheiße fände, aber die neuen sehen einfach besser aus. Muss man, also ist so mein Empfinden, sag ich mal. Ja. Oh, die muss ich mir beiseite legen. Empfinde ich einfach so. Ja. Hier nochmal aus LED 3 ein paar Rares. Ja, genau, Cyber End. Cyber End, da müssen Sie gucken. So, Söderle. Nehmen wir noch den Stapel und dann kümmern wir uns mal wieder um das hier drüben. Das sieht noch ein bisschen nach Holo aus. Wischen wir es so ein bisschen. Ich meine, das wird ja eh wieder als Premiere laufen. Langsam mal hier mythische Institution. Okay, es sieht eigentlich ganz cool aus. So ein bisschen hexamäßig. Ich meine, gut, die Commons, die kennt man halt. Ne? Aber das ist halt einfach eine Menge Stuff, mit dem man mir hilft. Und oh, wenn Schrecken Henker und Anima, ich finde, das sind fast meine Lieblings-Wenschrecken. Schade, dass sie nur in Rare rausgekommen sind. Wobei sie auch in Rare gut aussehen, muss man einfach so sagen. Nee, aber ist schon nice an sich, so, dass er mir so unter die Arme greift. Also ich muss sagen, ich bin wirklich, das ist schon das vierte Paket von ihm oder so, das ich bekomme. Und es ist wirklich immer eins besser als das andere. Also das ist halt einfach krass, ne, finde ich. Es ist einfach krass. So, jetzt haben wir hier einen relativ angediddelten MechLord Imperator Skeel. Zweitauflage aus Extreme Victory. Tatsächlich einer der wenigen MechLords, die mir wirklich gut gefallen. Die meisten finde ich so lala oder nicht so schön. Genau, dann haben wir hier wieder ein paar Super Rares. Hier wieder aus der Special Edition so ein paar Sachen. Circle Break, genau. Spiral Super Agent, der war mal richtig teuer. Ein Ultra Rares im Original Set. Ewige Galaxie, also das. Oder hier Necrofusion, ist ja eine Kamen aus Cybernetic. Aus Soul Fusion, glaube ich, gewesen. Wenn ich mich täusche. Genau, und. Hier, oder? Warte mal, also, Papa. Wir haben tatsächlich eine Secret. Okay, ich weiß, sie ist nicht mehr viel wert, aber aus Circle Break eine Secret. Wie geil ist das denn? Von der habe ich, glaube ich, erst ein Playset oder so gehabt, mir herangetauscht. Geil. Das ist wieder so eine Sache, die freut mich richtig. Oder auch der Werkzeug, da heißt es ziemlich kaputt, aber es freut mich trotzdem unglaublich. Ich weiß, wenn ich das mit der Karte gemacht hat. Aber gut, Adventskalender, 2 Elche, müsst das mal machen. Ihr müsst mal so Karten. Okay, der Adventskalender geht, aber nicht mal so Starterdecks aus der Zeit. Das ist echt abartig, wie da die Karten teilweise, wie dünn die sind, ja. Dann, ja, Raubpflanzen-Zauberkarten. Ich mag Raubpflanzen ja sowieso sehr gerne. Dann haben wir hier wieder Dingens. Dann haben wir hier wieder was Neueres ein bisschen, ja. Das kennen wir. Oh, richtig cool, Drachen einer Ritter Ascalon. Mal wieder einer. Ich habe bisher alle gespendet bekommen, die ich besitze. Richtig geil. Ascalon finde ich halt richtig nice, ja, das ist eine schöne Ultra. Was haben wir hier aus Pebo ein paar Sachen wieder? Erebus, der Unterweltler-Monarch. Pantheismus. Müssen wir mal beiseite legen. Dann, oh, ein Playset gleich. Antiker Antriebsapparat. Das ist ja nice. Antiker. Okay, da hat sich wohl jemand ein Deck gekauft gehabt. Der ist auch cool. DDD Chaos König Apokalypse. Nice. Also, ich muss sagen, ich bin nach wie vor begeistert. Muss man einfach sagen. Ist der Ami?
Der sieht so vom Finish so ein bisschen Army aus, aber auch richtig nice. Azuräugiger silberner Drache. Einfach nice. Hier sind jetzt wieder so ein paar Cummins, genau. Aus welchem Set die jetzt allerdings sind? LEHD. Waren das welche Legendary Decks? Ich weiß es nicht. Genau, haben wir hier wieder so ein paar Soul Fusion und andere Supers. Ah, die sind halt mittlerweile leider Massenware, weil halt in jedem Booster so eine drin ist. Ne? Genau. Oh, hier magische Muskete, ruhige Hände. Machen wir beiseite. Dieses magische Musketierzeug finde ich richtig cool. Cyber Eltern, Psy-Hüllentreiber, auch geil, richtig nice. In der Zukunft der Verwandlung, nichts Neues, dann gab es Lied, nochmal Streichbuben, Vertragserfüllung und genau. Also auf jeden Fall mega cool. Ich denke mal, das ist bloß eine Vermutung, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das müsste es mit den Holos zumindest gewesen sein. Der Rest wird wohl Common sein und Rares. Ich gucke mir das jetzt hier einfach mal weiter durch. Die war auch einiges wert, glaube ich sogar, gewesen. Hier noch ein paar Rares. Ja, es ist unglaublich, was der mir mal zusendet. Jetzt hat er sich letztens auch eine Karte von mir noch rangeholt. Die muss ich ihm jetzt auch wirklich zuschicken, ja. Weil es ist halt, das Problem ist, es geht nach Österreich, ja. Und die Post hat ja ihr dämliches Versandgesetz da geändert. Und jetzt schicke ich ihm das. Also die Frau im Schalter hat mir da gesagt, ich kann ein bisschen mogeln, indem ich das Ding ohne Toploader in den Brief packe und abschicke, dann wird's gehen. Das mache ich jetzt, ist eine Karte im Wert von 25 Euro. Ich habe auch gesagt, wenn was ist, übernehme ich den Schaden, das ist dann kein Thema, weil ich auch sage, ich mache das jetzt so, damit das überhaupt ankommt, ja. Weil, ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Und ja, ich höre jetzt schon wieder die Stimmen, ja, er könnte ja bescheißen und sagen, es sei irgendwie beschädigt angekommen oder so, aber jemand, der mir sowas schickt, ja, der ist kein Profitgeier, definitiv nicht. Also glaube ich auch nicht, dass er dann sowas machen würde. Das glaube ich einfach nicht. Also traue ich ihm überhaupt nicht zu. Genau. Ja, ist doch cool, oder? Und das hier ist wieder so eine Zauberkarte, die mir extrem gut gefällt. Muss man einfach mal so gesagt haben. Kreuzen, haben wir wieder ein paar Rares. Genau. Und auch gut sortiert, ne? Das ist wirklich alles beieinander so. Oh, hat was. Was ist das denn? Drachen einer Legion? Okay. Die ist mir zumindest noch nie aufgefallen. Ich habe sie natürlich bestimmt, weil ich ja vom Creed-Fan damals schon den ganzen Bild bekommen habe. Aber die ist mir nie so ins Auge gestochen, sag ich mal, ja. Das nicht. Heieiei. Heieiei. Tempel im Tal der Toten aus Soul Fusion ist auch. Dann haben die Grabwächter haben da Support bekommen und da beweist halt Konami einfach, dass sie halt schon noch in der Lage sind, so schöne Oldschool-Artworks zu zeichnen. Und ich wünschte, sie würden von dieser Befähigung, sage ich jetzt mal, ab und zu auch außerhalb von altem Support oder von Support für alte Themen Gebrauch machen, sag ich mal, ja. Das finde ich persönlich, finde ich sehr knorke. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn Schrecken Strikes, das Streaks, wie ausgesprochen werden, das sind die einzigen Wenn Schrecken, die ich jetzt nicht so prickelnd finde. Genau. Ach je. Das ist alles so Karten. Hier Linkgurt, Wanddrache, den finde ich auch nice. So als Ultra Rare hätte ich den schön gefunden oder das Secret. Was sind das? Granatraketendrache. Cooler Dude. Tinwinkel. Tinwinkel könnte man wieder Support kriegen, finde ich. Vielleicht auch noch ein bisschen besser designt. Ja, es gibt halt bei den Tinwinkeln, ich meine, die Grundvoraussetzungen für ein geiles Artwork sind ja gegeben. Ja, sehen wir hier ja auch wieder. Aber teilweise, man sieht die Idee, aber ich habe das Gefühl, dass es teilweise einfach an der Umsetzung fehlt, ja. Kann mich aber jetzt auch täuschen. Den findet ja jeder irgendwie anders, ne. Machen wir jetzt mal schön ein paar Link-Monster noch. Also mit sowas, wenn man sowas hortet, ne,
kann man schon was mit anfangen, ne? Im Endeffekt. Irgendwann? Bestimmt. Da kann man dann so, ich meine, ich spiele zwar nicht, aber wenn man es tut, kann man auch so Crap-Duelle machen. Mit so, nur mit Cummins oder so. Ich habe einen Arbeitskollegen, der spielt auch Yu-Gi-Oh! Okay, die habe ich runtergeworfen. Das ist eigentlich die seltsamste Raubpflanze überhaupt. Die passt so gar nicht in das Bild von den anderen, ne? Aber ich finde sie trotzdem geil. Man kann mir sagen, was man will, die ist geil. Genau, Weltkelch und Weltkelch gekrönt, so. Ich weiß nicht, ich finde die Karten sind einfach so, so auf eine Art und Weise designt, die sie halt einfach nicht, wie sagt man, nicht legendär macht. Ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Galaxiewurm, Künstlerkumpel Trompanda. Der ist halt wieder so richtig alt designt, ne? Ich weiß gar nicht warum. Die anderen Schicksalshelden sind auch nicht so designt, aber er. Verstehe ich nicht, finde ich aber cool. Fällt halt nur ein bisschen aus dem Rahmen, ich finde. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Lunarlicht-Stuff. Lyriklieder, Vogel. Amazonische Spionen. So, weiter geht's. Jetzt sind wir bald durch. Oh, da sehe ich gerade noch was, was mir richtig gut gefällt. Kommen wir dann gleich zu. Und zwar hier. Mantrawichtel. Talisman-Raune. Finde ich mega cool. Die Kerze finde ich noch cooler und das Buch auch. Aber im Allgemeinen diese Talisman-Dinger, die könnten auch mal so vielleicht in einem Extra-Pack oder so als Ultra rauskommen. Ich würde das richtig abfeiern. Jetzt habe ich vergessen, die rauszulegen. Da muss ich nochmal zurück. Sorry, Leute. Ich würde das einfach richtig abfeiern, ja, wenn da so ein Mantra-Wichtel in Holo rauskommen würde. Oder wisst ihr, der Crusader hier, ja, Leonis. So ein bisschen König der Löwen mäßig, aber sieht so krank geil aus, ohne Witz. Auch so richtig ägyptisch mit den ganzen Verzierungen, finde ich halt auch mega toll. Ja. Da haben sie sich vom Artwork her einfach mal wieder selbst übertroffen. Und das schafft Konami. Das finde ich richtig witzig. Konami schafft es, so einen Rotz zu machen, ja, und dann sowas Geiles zu designen. Da merkt man halt, dass das nicht nur einer malt oder nicht nur fünf oder nicht nur zehn, sondern dass das eine ganze Abteilung ist. Viele, viele Menschen mit viel Fantasie, vielen unterschiedlichen Vorstellungen, wie was auszusehen hat. Und dementsprechend sind dann auch die Ergebnisse unterschiedlich. Man merkt halt auch teilweise oder hat zumindest das Gefühl, dass Konami manchmal versucht, das auch ein bisschen frauenfreundlicher zu machen, immer durch diese niedlichen Themen. Entschuldigt, ich muss das mal hier ganz kurz ein bisschen zurechtrücken, sonst fällt mir hier der ganze Stapel gleich aus der Hand. Also irgendwas klemmt hier doch jetzt. So, genau, Protron, das sind auch so Karten, die sammeln manche, ja. Finde ich auch cool. Finde ich auch nice. So ein Super Rare Print von dem würde auch nicht schaden. So für die Sammler. Weil mir ist aufgefallen, dass die halt wirklich relativ häufig gesammelt wird. Also es ist keine Seltenheit, dass man die in irgendwelchen Bindern sieht. Genau, Dracheneinheit. Den da. Die habe ich auch aus Japan in Super Rare. Da haben sich alle aufgeregt, dass das keine Holo geworden ist. Da habe ich mir gedacht, mein Problem ist es nicht. So. Endspurt. In den letzten paar Karten. Und wie ich gesagt habe, der Rest ist coming. Und ja. Das war es gewesen. Ich finde es mega nice. Wir haben ja einen riesen Holo-Stapel. Wie gesagt, der Link zu seinem Kanal ist in der Videobeschreibung. Toller Typ, echt klasse. Ich meine, ihr könnt euch ja selber auch von seinem Kanal überzeugen. Er hat Potenzial, das auf jeden Fall. Er ist jetzt kein Randy Brain, aber er ist sehr unterhaltsam, sehr sympathisch, gefällt mir. Und ja, einfach toll. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns zum nächsten Mega-Opening und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.